Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Ni No Kuni 2. Letzte Folge war sehr nervenaufreibend, geschichtlich zumindest. Denn Quastenfloss existiert eigentlich gar nicht mehr. Falls du das verpasst hast, guck dir nochmal das Ende der letzten Folge an, dann weißt du warum. So, wir stehen kurz davor, Aldavans Abkommen mit Quastenfloss zu schließen. Und genau das tue ich jetzt. Gut, lass uns beginnen. Ich bitte um den Vertrag. Let our nations be joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. United we stand as one single land. The pact is sealed. Our nations stand together. And now I must bid you farewell. Pray, take care of my betrothed until his return. We will. That is, assuming you're still happy to join us, Leander. Of course. I only hope that I may be of use. I'm sure you will. Remy freut sich. Evan had freed Queen Nerea from Doloran's wicked clutches. And for his troubles, he had succeeded in adding another nation to his burgeoning union. With it came a great asset, Leander, whose wisdom would surely prove vital in Evermore's continued development. Country where love is forbidden. How strange. Yes, but I learned something there. I learned how fiercely a leader can long to protect their nation, and how much they can sacrifice for it. The queen was prepared to devote her whole life to her kingdom, and for no one ever to know. I'm glad I met her. And Leander. Well, there's still a way to go, and still an awful lot to learn. Yes, I know. I've really only just begun. In order to grow, we must first realize how small we are. It's going to be fun watching you grow into your older, wiser self. Huh? What do you mean? You're too busy building your kingdom to notice anything else, aren't you? All right. I'll see you soon, Evan. Ich bin gespannt, was das mit dem Jungen auf sich hat. Yes. See you soon. Nee, gerade nicht, danke. Neubeginn der Zeit. Ich nehme an, wir sind jetzt im nächsten Kapitel und man kann bestimmt... My inventions will change the world. I'll finish the perpetual fission reactor if it's the last thing I do. Zip, please. I don't care what it costs. Uh-oh. Chapter 6. The price of power. Was war das denn? Das sah nicht nach dieser Welt aus. Greetings. Ich freue mich, euch auf eurer Reise begleiten zu dürfen. Ich werde mein Bestes geben, euch als Geheimrat von Quastenfloss mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. I'll be counting on you. Dein Wissen und deine Erfahrung als Geheimrat werden uns sicher von großem Nutzen sein. Ich ernenne dich zum Vizekanzler. Damit bist du Roland direkt unterstellt. Hm. Wie ihr wünscht, Majestät. Auf gute Zusammenarbeit. Ich zähle auf dich. Oi. Höchste Zeit für eine Lagebesprechung. Welches Land ist der nächste Kandidat für unser Abkommen?
Es bleiben Mechbaum und Katzbuckel. Oh, Katzbuckel, ja. Da, wo alles angefangen hat. Wir sollten mit Mechbaum weitermachen. Ja. Aber eigentlich ist Evan ja der Thronfolger von Katzbuckel gewesen. Du hast wahrscheinlich recht. Blimey. Aber Mechbaum liegt doch auf der anderen Seite des Meersprungs, oder? Hä? Was ist ein Meersprung? Oh, wisst ihr das etwa nicht? Die Kluft. Der Meersprung ist ein Riss, der sich durch das Meer zieht. Vor langer Zeit erschien ein Dämon, der die gesamte Welt erbeben ließ und so den Meersprung erschuf. Durch ihn wurde das Weltmeer in das innere und das äußere Meer geteilt. Mechbaum liegt im Bereich des äußeren Meeres. Ich verstehe, und mit einem Schiff können wir diesen Meersprung wahrscheinlich nicht überwinden. Well, no. Wenn unsere Schwalbatrosse doch nur so weit fliegen könnten, dann wäre das kein Problem. Wovon redet ihr? Mit unserem Schiff können wir den Meersprung doch einfach überspringen. Och, schön! Was? Hä? Warum haben wir dann vor kurzem erst ein Schiff gebaut? Ach ja. Hätte nicht gedacht, dass du der Typ für solche Scherze bist. Was? Scherze? Ihr wisst also auch nichts von der Sprungmaschine für Schiffe? Schön, sehr schön. Forgive me. Verzeiht, für uns aus Questenfluss ist das etwas Selbstverständliches. Ich dachte, jedermann wüsste davon. Eine Sprungmaschine? Kann man die auch in unser Schiff einbauen? Of course. Ja, ich kenne mich ganz gut mit dem Mechanismus aus. Haben wir einen Schiffszimmermann und das entsprechende Institut, dann dauert der Einbau auch nicht allzu lange. Ich verstehe, wir brauchen ein Institut, oh, schweres Wort, für Seefahrtstechnik. Ja, gut, dass ich mein Königreich schon schön erweitert habe, ne? So, wo war ich eigentlich stehen geblieben mit meinem Gequatsche? Also Quastenfloss ist eigentlich untergegangen. Aber es wird jetzt noch so lange aufrechterhalten, bis hier alles tutti ist? Habe ich das richtig verstanden? Eieiei. Ich gehe mal kurz raus, statt zu dem Sternchen, und gucke, was in meinem Königreich abgeht. So, ich muss mal kurz auf mein Handy gucken, das gerade gebimmelt hat, ganz kurz. Alles klar. Nichts Wichtiges. Kannst leider nicht auf lautlos stellen, weil mein kleiner Sohn gerade in der Kita-Eingewöhnung ist. Die ist voll die Kasse. Und wenn was ist, werde ich halt angerufen. Deswegen muss ich es bei mir haben und laut lassen. Also, falls es klingelt und ich unterbrechen muss, tut es mir nicht leid, weil es muss einfach sein. Aber damit du Bescheid weißt. So, wir holen hier alles raus. So, Materialien aus dem Lager entgegengenommen. Wunderbar. Talente. Wir haben jetzt hier Cecilius. Er ist ein Allrounder. Ja, ein Allrounder. Guck mal, Maurice kann verbessert werden. Nein, ich drücke dann immer den falschen Knopf. Rang verbessern ist mit Optionen. Er ist jetzt ein Meister. Ein Meister der Schmiedekunst. So, und Schnauzer, Schnauzer kann auch verbessert werden. Ist auch Meister. So, noch jemand hier. You can. Die Namen sind so wunderbar von den Hunden. So. Bestens geeignet für die Arbeit an Einrichtungen für Minen. Minen und für Magie und Natur. Läuft. So, Magie und Natur. Ach, guck mal, hier ist eine Forschung fertig. Erforscht. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen Königreichverwaltung machen, damit wir diese Sprungmaschine bekommen. Forschen. Renovierung. Ja, bitte, danke. Gibt's hier sonst noch etwas? Wie kann ich denn... Ach so, ging schneller. Genau. Hier ist auch eine Forschung fertig. So.
Das kann ich machen. So. Freilichtbühne. Bazaar. Bazaar. Das ist ja das für die Fische, wollte ich sagen. Schiffe. Wo ist er denn da gerade drin? Er ist gerade im Atelier. Du kommst mal wieder hierhin zurück. War das das Arbeitsplatz Nautisches Institut? Moment, ich muss mal kurz noch mal in die Talente reingucken. Allrounder. Einrichtung für Magie und Natur. Ah! Es ist ein bisschen Zeit vergangen zwischen dieser und letzter Folge. Deswegen bin ich ein bisschen holprig hier zugange. Wo war denn dieses Teil? Zum Wohl, hier gibt's Tavernen, Goldfischmarkt, Wirtschaftsfeld, Hobbygarten, Schlosspark. Mensch, wo gehört Cecilius hin? Freilichtbühne, hier ist ein Dings, Schreinerei, Pavillon. Bin ich jetzt völlig durch? Magielabor, Metalllabor. Da. Er könnte hier rein. Allrounder. Den Allrounder brauche ich doch auch für irgendwas. Habe ich mal in der Forschung gelesen. Warte mal. Ich packe ihn vielleicht mal hier rein. Warte mal, wo ist er? Kann ich ihn überhaupt hier reinpacken? Moment. Forschen. Nein, warte. Ah! Ich mache das gerade sehr verwirrend. Es tut mir leid. Fernkampfwaffen, Schmieden, Qualitätswaffen, Accessoires, Handwerken. Moment. Tut mir sehr leid, wenn das gerade mega verwirrend ist. Ich bin gerade selber mega durch. Hier ist das noch gar nicht mit dem Springen, ne? Schiffsverbesserung. Braucht 2 Talente mit Bodencrew. Nee. Aber für irgendwelche Forschungen brauchte ich Allrounder. Deswegen gucke ich hier kurz nochmal durch. Kräutermischung. Da. Alte Pracht. Das ist hier. Ja, Mensch. Man kann es sich auch schwer machen. Ich brauche hier mehr Expertise. Aber die sind gerade bei einer Forschung drin, ne? Ja, kacke. Deswegen müssen wir mal kurz umdisponieren. 215. So, Mizerike kommt mal auch kurz hier hin. Forschen. So, danke. Mehr wollte ich doch nicht. So, da ich gerade auf nichts Besonderes spare, eigentlich, kann ich mal ein paar Gebäude erweitern, errichten und so weiter. Das mache ich kurz mal. Einfach schon mal alle Gebäude errichten. Und wenn ich das Geld nicht für irgendetwas brauche, kann ich die Gebäude auch erweitern. Ich habe zwar noch nicht die ganzen Talente für diese Gebäude, aber schadet ja nicht, sie schon mal zu haben dann, wenn ich gerade eh etwas Geld übrig habe. So, also warum nicht? Ich möchte mal die Freilichtbühne hier dann errichten. Schön. Direkt mal erweitern. Hübsch, hübsch. So. Dann kann ich hier erweitern? Nee, ich habe nicht genug Geld. Hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Dann hätte ich jede Menge mehr Einfluss gehabt.
Goldfischmarkt. Ich möchte den Park. Warte. Den Park möchte ich. Wo war der? Hier. Den Schlosspark. Mist! Schade. Wächteraltar erbaut. Ach so. Und Talent, die Rübe selbst. Okay. Dann erst der Wächteraltar. Darf ich? Ja. Ich habe kein Talent mit die Rübe selbst. Okay, Wächteraltar ist fertig. Da kann man forschen. Wer eignet sich denn? Cecilius, natürlich. Bei den Gnuffis habe ich gerade auch nichts zu tun. Ich hole mal die Martha kurz da raus. Was brauche ich denn zum Forschen? 170 und 200. Talent zuweisen. Dann hole ich den Nier auch mal raus. Ich wette, ich kann jetzt auch neue Talente anwerben. So. Das werde ich aber nicht so mit ins Let's Play einfließen lassen. Da es die ein oder andere Stimme gab, die gesagt hat, oh, Quest, nee. Ich kann es verstehen. Ich kann auch verstehen, dass das hier, dieser Aufbau, ein bisschen langweilig werden kann. Aber es gehört einfach auch dazu, ne? Und ich mache schon sehr viel offscreen, was so Königreich ausbauen und Quests angeht. Jetzt stell dir mal vor, ich würde alles mit ins Let's Play reinschneiden. Dann wären wir schon bei 3000 Parts. So. Oh, sieht doch langsam echt hübsch hier aus. Können wir direkt auch erweitern. Wie viel Knete kann man haben? Wow. So. Das reicht dann hier so erstmal. Hier kann man noch gar nichts hinsetzen, ne? So, hier wäre noch ein Bazar. Noch ein Bazar. Noch eine Schreinerei. Extra EP. Das finde ich gut. Kann ich aber jetzt nicht machen. Okay, warte mal. Könnte ich jetzt gleich vielleicht machen. Aha, ja. Dann möchte ich kurz ausbauen. Jetzt geht es doch. Yeah. Keine Eignungen, okay. Gut, ich belasse es jetzt erstmal hierbei. So, wunderbar. War was fertig, oder? Ah, nee, was Neues im MechBook. Okay. Gut. Genug regiert. Auf zu Cecilius! Wow. So, wie es aussieht, wurden alle Voraussetzungen erfüllt. Dann wollen wir mal mit Matthias über den Umbau unseres Schiffes sprechen. Ich habe so gut hier mein Königreich ausgebaut, dass ich eigentlich nichts mehr hätte machen müssen. Hey there! Der Mann mit der Unterhose. Tachchen, Evan! Dein Schiffsumbau ist fertig, genau wie du wolltest. Mithilfe von Cecilius' Anweisung konnten wir den Mechanismus einbauen. Es sollte jetzt möglich sein, den Meersprung mit dem Schiff zu überspringen. Thank you. Danke dir, Matthias. Dann können wir ja nach Mechbaum aufbrechen. Okay, das Schiff wurde erfolgreich für die Überwindung des Meersprungs flott gemacht. Und nun wird automatisch an den im Bild markierten Punkten zum Sprung ansetzen. Das war kein Deutsch, was ich in Anführungsstrichen vorgelesen habe, aber egal. Auf geht's, bin gespannt, was uns dort erwartet. Oh, die Möglichkeit steht uns offen. Mechbaum liegt in den Mondlanden. Das ist aber auch schon so ziemlich alles, was ich darüber weiß. Mechbaum ist ein mächtiges Land, das sich ganz der Abrakalyse verschrieben hat. Huh? Abrakalyse? Das höre ich zum ersten Mal. Ich auch. Abrakalyse ist die Lehre von der Erforschung und Nutzung magischer Energie und Technologieentwicklung. Ah, diese Szene vorhin mit dem Typ, der sagt, ah, egal was es kostet, ich mach das jetzt. Und wo man gesehen hat, wie dieses Wächterband langsam zerrissen ist.
Das wird wohl dann dort gewesen sein, oder? Ich dachte erst, es wäre in Rolands Welt, aber es war zu strange dafür. Say. Mechmon wird von Vector regiert. Er ist ein berühmtes Ingenieursgenie und nennt sich selbst Direktor. Ich glaube, das ist derjenige welcher. Es heißt, dass sich Mechbaum durch sein Genie von einem Unternehmen zu einem mächtigen Unternehmensstaat entwickelt hat. Doch wenn man genauer hinsieht, scheint das Unruhen im Land zu geben. Bald könnte es wohl zu Ausschreitungen kommen. Mechbaum hat also auch Probleme. War ja klar, dass es nicht einfach werden würde. Oh, come on. Ach komm, zieht nicht solche Gesichter. Lass uns doch erstmal in Mechbaum ankommen. Genau, erstmal gucken und die Lage checken. Okay. Ja, Roland weiß sehr viel, nachdem er sich einmal durch die Bibliothek gewuselt hat, ne? Durchs Archiv. Ich könnte mir nicht so viel in so kurzer Zeit merken. Aber gut, ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es das für heute schon war. Nächstes Mal geht's dann weiter hier mit Evan und Co. Yay! Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Rechts findest du die Playlist zu diesem Projekt und hier unten links kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich sehr auf Kommentare und bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!